Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und deswegen ist heute dran Hudson Hawk. Ich wusste nicht, dass das jetzt so heißt, kennen wahrscheinlich viele unter Der Meisterdieb war ein Film, also ist ein Lizenztitel. Film ist so mittel, mit Bruce Willis, also schon ein eher der bekannteren Filme. Ich sehe gerade auf Movie Database 5 von 10 Punkten, also der Film war auch nur so mittel. Ich hoffe, das Spiel ist besser. Gut, hüpfen wir gleich mal rein. Ich kenne das Spiel nicht. Ich glaube, den Film habe ich gesehen. Kann mich aber nicht mehr so richtig erinnern. Mal schauen, wie das Spiel so ist. Das ist schon mal lieb gepixelt. Das ist ein Hund. Aha. Was macht er da? Er kann nur einen Ball werfen. Nein, ich kann Bälle werfen irgendwie. Da, Ball. Such's Ball, Hundi. Da, schnapp. Schnapp den Ball. Dann kann ich da irgendwie... Da auch irgendwo... Da. Und... Und jetzt? Ja, zurück. Was bringt das mit diesem Ball? Das verstehe ich nicht. Hilf, der Hund kommt! Ich weiß nicht, was muss ich da machen? Kann ich da irgendwie auf die Mauer nach hinten? Das ist Start. Aha. Select. Nix. Gut, finde ich mir super. Aha, man kann doch darauf hüpfen, nur die Kollisionsabfrage ist ein bisschen kacker. Also, warum kann ich da nur auf den Tisch rauf hüpfen und nicht auf den Hintergrund? Gibt für mich nicht so viel Sinn. Okay, die Vögel sind ganz gut gepixelt. Ja, also grafisch ist das wirklich nett. Also der Artstyle gefällt mir extrem gut. Ah, da kann ich eine Kiste verschieben. Kann ich die da raufschieben und dann irgendwas machen? Ah, da ist schon wieder ein Hund. Ich glaube, Katzenhawk mag keine Hunde. Weiter schieben da das Ding. Und jetzt? Jetzt, wie geht's weiter? Ah, da drauf. Ah, der Hund beißt mich. Oh, der Hund hat mich gebissen. Direkt in den Popo. Oder? Hey, weg, du blöder Hund, du blöder Hund. Okay, das war wohl nichts. So, und wie geht's da jetzt weiter? Ich kann mich da rauf beefen lassen. Ah, ich check's. Muss nicht da. Da? Dann hüpfe ich da. Ja. Nee, nicht krabbeln. Hock. Na, ah, der Hund. Mein Bobsch. Nicht mein Bobsch. Ah, das tut weh. So. Die Hunde da beißen immer in den Bobsch. Das ist furchtbar. Ja. Ja, Kollisionsabfrage ist nicht so mein Freund hier. Was zum Geil war jetzt los? Was war das? Ich kann da runtergehen? Nein. Okay. Irgendwie nicht. Ah, ich muss springen. Ich bin wahrscheinlich nicht gesprungen. Wieso backt der auf einmal auf mich? Muss ich warten, bis er die Augen zu hat? Das ist mir vorher noch entgangen irgendwie. Na, die. So, warten, bis er schläft. Einschlafen. Schlaf ein, du Vogel. Sehr brav. So. Müder Vogel. Sehr gut. Ja, Vogel muss müde sein. Okay. Hab's verstanden.
Ja gut, und jetzt kann ich dann noch weiter rauf. Oh, danke der Nachfrage, oder was? Ah, checky check. Muss ich da selbst eine Brücke bauen, vielleicht? Ich glaube, so könnte es gehen. Den depperten Dackel da vorbeilaufen lassen. Jetzt langsam. Sehr gut. Ein rein offene Fenster, oder wie? Jawohl! Das ist eine Sam Fischer Schleichaktion. Oh, Laser! Verdammte Kacke! Was hat sie mit diesem Ball auf sich? So. Ah! Okay. Ah, nein! Wieso? Kann ich da nicht durchgehen? Durch das gelbe Dings da. Wie komme ich dann aber drüber? Verstehe ich nicht ganz. Okay, probieren wir nochmal. Ah, von ganz vorne wieder. Okay. Ein bisschen auswendig lernen Spiel. Komm schon. Ah, ist der Hund. Au, 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 au. Mein Popsch, mein Popsch. So. Mit dieser Rotweiler. So. Warten, bis er schläft. Einschlafen, brav. Schön schlafen, Vogel. Okay. Das Rätsel finde ich cool. Das Rätsel ist richtig cool. Was soll ich machen, wenn der Hund in mir ist? Einen Ball werfen? Einschlafen. Sehr gut. Aber. Nimmst du mit drauf. Gut. Oder nächste Kiste. Das funktioniert super, die Mechanik. So, und jetzt schieben wir das Ganze ein bisschen rüber. Perfekt. Jetzt können wir ganz easy. Wah, nein, nix mit ganz easy. Oh Mann. Ja, manchmal rennt er so schnell. Und jetzt kann. Ah, Popo, Popo. Hier, Ball, Ball, Ball. Fang's, Balli. So. Dafür ist der Ball gut. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wofür der Ball gut ist. So, komm. Ich kann jetzt nicht mehr runterfallen. Ah, der Hund, Waldo, Waldo ist schon wieder da. So. So, ne? Ich muss das da runtergeben noch da. So, da. Dann kommt das da wieder drauf. Aufpassen, jetzt kommt der Waldi wieder. Der will schon wieder unsere Hose zerfetzen. So. Schlimmer Waldi. Schlimmer Waldi. So. Geht's schon weiter? Ah. Nein. Na, das ist so bitter. Ach, so geht's. Okay, mit Anlauf geht's vielleicht. Na. Das ist ein Mist. Ich schaff's nicht mehr. Wieso? Alles nicht. Es geht immer, weil. Naja. Schon. Ganz so gut ist die Mechanik dann doch wieder nicht. So, komm, geh weg, Hund. Ich würde es gerne nochmal schaffen. So. So.
Schick die noch rüber da. So. So. Oh, der Hund. Da, Waldi, Waldi. Waldi frisst mich. Ach Gott, ich hab bald keinen Hintern mehr. So. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh doch weg, du dummer Hund. Okay, das war's für mich. 10 Minuten. Hudson Hawk, auch bekannt als der Meisterdetektiv. Gut, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Ich sag danke fürs Zuschauen. War ein interessantes Spiel, finde ich. Nicht annähernd so schlecht, wie ich gedacht habe. Okay, es ist richtig schwer, aber nein. Es war in keinster Weise unfair und die Kollisionsattacke war okay. War okay. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Da unten könnt ihr mich abonnieren. Solltet ihr unbedingt tun, falls ihr das noch nicht getan habt. Jeden Tag ein neues NES-Game in eurem Postfach. Da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Daumen hoch da lassen, nichts vergessen und Kommentare, Leute. Kommentare zu Spiel und von mir aus auch zu Film. Falls sich noch jemand dran erinnern kann. Ist ja schon ein bisschen her. 1991. Ciao, ciao.